Nee, du kriegst das Vögelchen nicht. Ist meins, mein Freund. Scheint ja auch im Moment sein einziger. Nein, ich glaube, jeder von uns kennt es ja, also zumindest der ein oder andere vielleicht. Wenn man vielleicht nicht so viele Freunde hat, ein Haustier kann da doch ein ganz toller Ersatz sein. Zu dem man auch eine sehr innige Beziehung aufbauen kann. Ah, Wecker. Moment. Achu! Okay, klasse. Aha, heute berechnen wir also den Kopf, das Volumen eines Katzenkopfs, oder wie? Oh mein Gott. Ich glaube, die Lehre steht auf Katzen. Das wird nicht funktionieren, glaube ich nicht. Ernsthaft? Ja. Ah, oh, ist das schön. Ja, von wegen Gott, der Vogel hat apportiert. Er klaut erstmal. Hä? Das ist doch unsere Wohnung. Aha, ja, ja. Der Vogel möchte, dass wir Fernsehen gucken. Ich verstehe. Der Vogel hat aber gesagt, ich soll 10 Stunden Fernseher am Tag gucken. Hm. Oh, ist das schön. Und so traurig es auch werden wird, ich sehe es schon. Ja, das können wir auch. Das macht uns auch Spaß. Weg damit, braucht kein Mensch. Der Vogel zieht uns ab, das kann nicht wahr sein. Jetzt erst mal erkältet. Oh, ist das schön. So, das ist der kleine Vogel, von dem ich euch erzählt habe. Er apportiert so langsam auch. Und er ist besonders frech. Halt, komm zurück. Nicht abhauen. Ja, klar. Eis. Schleck, schleck. Guck mal. Walnuss. Oh ne, sieht das wie nach Pistazie aus. Pistazie ist gut. Da kommen die Enten. Quack, quack. Oh ja, komm, lass uns wippen. So, hopp. Und so kommen dann die Freunde, weil er hat, der Junge mit dem Vogel, ne? Alles neugierig. Oh.
Und so fliegen wir zum Mond. Und wieder zurück. Fleischschwerkraft! Na super! Brav hast du das gemacht, Bello. Birdie. Finde ich schön. Finde ich schön gemacht. So, da bräuchte man, glaube ich, mal ein bisschen was für den Vogel. Ein bisschen Brot. Ja, ja. Brot. Frisches Brot. Lecker, lecker. Dum, 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 dum. So, wir gehen natürlich, bezahlen natürlich auch nicht einfach raus. Habt ihr doch nicht gedacht, oder? Was ist das da? Ich hole wieder meine eigene Vergangenheit ein. Wo wir den Vogel einst fanden. Unseren kleinen Freund, der mit dem Dachs tanzte. Ist das Muttervogel? Und so wird es wohl bald Zeit, sobald unser Freund hier wieder fliegen kann, dass er uns verlassen wird. Hausaufgaben machten, waren hatten. Ja, draußen ist doch schön. Ist doch ein schöner Abend. Da kann man das machen. Oder macht wieder Papierflieger. Anstelle zu lernen. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt kommt der große Papierflieger. Und bald, da hatte das Buch keine Seiten mehr. Der Einband war leer. Aber es war ein großes Stück Papier entstanden. Aus dem ein großer Papierflieger entstehen würde. Der hoffentlich groß genug sein würde, um den kleinen Piepmatz und seinen menschlichen Freund zu tragen. Ja, ja, ich mach ja schon, da muss er hin, ich weiß. So, Falterleitung, so geht das. Da müssen wir die hier rüber klappen. Und dann müssen wir nochmal da. Und so. Wird ein Papierflieger draus.
und so flogen wir davon mit unserem kleinen Freund in ferne Lande und auf eine wundervolle Reise. Oh, dürfen sie auch steuern. Ach, ist das schön. Da haben wir die fernen Lande und die schönen Berge. Ein tolles Panorama. Ups. Und hier, bei diesem schwebenden Felsen landen wir. Entfernt. In wärmere Gefilde, die Tropen, die Karibik, könnte man fast sagen. Sieht sehr karibisch hier aus. Komm, mein kleiner Freund. Wir reisen weiter. Neuen Abenteuern und neuen fernen Ländern entgegen. Wieb, 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 wieb. Wir sammeln überall diese tollen Blumen ein. Und zwei haben wir noch vor uns. Zwei Blüten. Oh, ein Nest. Ach, das sind Vogelnester. Wir sind jetzt auf der Suche nach seinem Nest, so gesehen. Wir werden es finden, mein Freund. Wir werden es finden. Ganz sicher. Ganz gewiss. Und? Auch das schien es nicht zu sein. Drum reisten wir weiter. Denn der Weg ist das Ziel. Und so sollten wir am Ende auch das richtige Nest finden, vielleicht. Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. So kehrten wir von unserer weiten, weiten Weltreise zurück. Oh, echt schön gemacht. Ja, und so schauten wir von unserem Balkon aus in den Nachthimmel. Mit unserem kleinen gefiederten Freund. Oh oh. Hallo Frau, Herr Doktor. Oder war es Mutter? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Verzeihung. Versteckt mich, Bäume! Beschützt mich! Dass er uns nicht findet. Dum, dum, dum. So. Aha. Was? Ich träume nur?
Verdammt, da habe ich doch nur geträumt. Was ist mein Freund? Ein kleiner, hm? Ja, er will anscheinend noch nicht. Oder vielleicht wieder zu Hause bleiben. Dum, 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 dum.